Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, was geht ab, ruhig und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 22. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum nächsten Gruppenspiel der WM 2022 in FIFA Mobile. Wir sind mit Deutschland am zweiten Spieltag angelangt. Gegen Costa Rica müssen wir jetzt ran. Und ich möchte heute mal Jamal von Beginn anspielen lassen. Jamal Musiala, beim letzten Mal habe ich ja mit Thomas Müller gestartet. Und heute mit Jamal Musialachen. So gehen wir rein gegen Costa Rica. Apropos Boni hatte ich beim letzten Mal. Achso, das ist, ja, okay. Erster Sieg, 400. Easy peasy, let's go. Wenn wir diese WM dann in den nächsten Tagen hoffentlich gewonnen haben, das ist meine Traumvorstellung, dass wir die WM hier gewinnen, dann können wir natürlich direkt danach die nächste WM starten mit einer noch schwierigen, also mit der nächsten Schwierigkeitsstufe. Das ist so den Plan, den ich habe. Zudem gab es ja auch die WM oder gibt es ja auch die WM auf der PlayStation mit Brasilien, habe ich die gestartet hier. Falls ihr euch fragt, wieso ich nicht mit Deutschland gespielt habe, hatte ich ja auch in den Folgen beantwortet oder gesagt, dass die WM mit Deutschland, die spiele ich auf PAX United. Also wenn ihr noch mehr WM-Videos sehen wollt, die gibt es auf PAX United, die WM mit der deutschen Nationalmannschaft auf der PlayStation 5. Und genau deshalb spielt Jamal Musiala, weil er einfach die Skills kann. Jamal Musiala ist einfach ein Gott. Ich hoffe, Hansi lässt ihn auch in echt spielen. Aber man hat halt offensiv sehr viele gute Spieler, ne? Sané, Serge Gnabry, Thomas Müller. Werner fällt ja jetzt verletzt aus. Kai Havertz ist auch noch da. Da weiß man nicht, wo man wen spielen lassen soll. Aber Musiala muss und Müller muss auch. Musiala und Müller muss aus meiner Sicht gesetzt sein. Dann lässt man lieber einen Serge Gnabry auf der Bank oder einen Sané eher. Ich glaube eher lieber einen Sané auf der Bank lassen und einen Serge Gnabry spielen lassen. Jetzt gerade nach seinem Dreierpack von Serge Gnabry. So, Werner. Timo Abi mit dem Abschluss und mit dem Tor, der geht rein. Oder beziehungsweise der eiert rein, kann man eher sagen. Der eiert rein. Schönes Tor. Oder was heißt schönes Tor? Es war eher ein Kacktor. Aber wichtiger Treffer, so wollte ich das sagen. Wichtiger Treffer zum 2:0. Und der Pass, der kommt leider nicht an. Schade. Und ich überlege gerade, ob wir vielleicht heute sogar in der Folge direkt noch das Spanien-Gruppenspiel machen. Dass wir die Gruppe heute abgehakt haben in der nächsten Folge, in der nächsten 20 Uhr Folge. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee, oder? Dann gehen wir in die nächste FIFA Mobile Folge direkt mit der K.O.-Runde. Dann müssen wir nicht noch ein Video machen zur Gruppenphase mit Profi. Also mit der mit dem Schwierigkeitsgrad Profi. So war das gemeint. Ich denke, das ist doch ein guter Plan. Dann sehen wir heute direkt, wie Spanien drauf ist. Weil Timo Werner jetzt auch das dritte reinmacht. Und das ist jetzt ist der Deckel auf dem Top. Der Deckel ist auf dem Top. Gibt es eigentlich auch die Torjägerliste hier beim WM-Modus in FIFA Mobile? Auf der PlayStation gibt es den ja, aber auf FIFA Mobile, boah, habe ich noch nicht nachgeschaut. Ich vermute nein. Ich vermute nein. Die Antwort werden wir ja gleich sehen, wenn ich dann im Hauptmenü wieder bin vom WM-Modi. Modi. Letzte Aktion von Musiala. Danach kommt Kai Havertz eingewechselt. Und das war's auch. Und jetzt liegt er da verletzt, oder was? Aber jetzt ist er eh weg. Kai ist drin. Denn Kai hat heute nicht frei. Eckball. Niklas Süle. Serge Gnabry aus der Distanz. Puh. Keylor Navas. Oh, stimmt. Keylor Navas ist ja bei Costa Rica im Tor. Rüdiger. Und Goretzka mit dem Kopf. Schade. Aber es war auch, wie hat er den bitte schon mit dem Kopf gemacht? Und es gibt noch mal einen Elfmeter. 75. Spielminute. Timo Werner tritt an. Rechts oben. Zack. Timo Werner mit dem Hattrick. Timo Werner mit dem Dreierpack gegen Costa Rica. Alter, wie geht der denn rein? Junge, der war wie oft war der abgefälscht? Ja, okay, einmal. Sah so aus, als würde er zweimal abgefälscht sein. Jonas Hofmann mit dem fünften. Nochmal das fünfte reingewürgt hier.
Wir werden aber heute noch das nächste Spiel machen. Also wir werden auch das letzte Gruppenspiel gegen Spanien machen, so wie ich es am Anfang gesagt hatte. Ja, und wir sind schon weiter. Also egal, was jetzt kommt, Spanien und Deutschland, also wir und Spanien sind weiter. Japan hat 0 Punkte, Costa Rica hat 0 Punkte. Selbst wenn wir jetzt verlieren, haben wir weiterhin 6. Und Japan oder Costa Rica können halt maximal nur 3 Punkte haben. Und wenn ich hier raufklicke, nee, man sieht hier nirgendwo irgendwo... Ne. Zeitplan. Ne, Torschützen sieht man leider nicht. Schade. Wäre nochmal cool gewesen, so Torschützen einfach da, ne? Die Torjägerliste auch von allen anderen Gruppen und so. Und mal gucken. Mal gucken, wie Spanien drauf ist. Wie wir uns gegen Spanien anstellen und mal gucken, gegen wen wir dann im Achtelfinale ran müssen. Das ist auch interessant zu wissen für dann dementsprechend die nächste Folge. Was hatten Spanien hier? Petri, Morata habe ich jetzt auf die Schnelle gesehen und wir starten hier wieder mit Jamal Musiala, weil er einfach diesen Trick hier macht, ne? 4-Sterne-Skiller, Jamal Musiala. Ja, ja. Wichtig, danke Timo. Schön rausgespielt auf Leroy Sané. Leroy Sané, Junge. Was eine Bude. Schönes Türchen von ihm. 9. Spielminute. Und er danced mit den Zuschauern. Ich denke, so voll wird es in den Stadien nicht sein in Katar. Spekuliere ich jetzt einfach mal. Aber das war ein schönes Tor von ihm auf jeden Fall. Und in den Rückraum. Musiala, komm. Musiala mit dem nicht rausgeholten Elfmeter. Was? Herr Schiedsrichter, hast du Tomaten auf den Augen, oder was? Aber ich sag ja, gegen Spanien ist es schon eine andere Aufgabe als wie gegen Japan oder Costa Rica. Zweite Halbzeit. Aber das Gute ist ja, selbst wenn wir verlieren sollten, wovon ich nicht ausgehe, sind wir trotzdem weiter. Und das ist erstmal das wichtigste Ziel. Ein 2:0 würde natürlich auch schmecken. Das war ein schöner Pass. Und der muss jetzt irgendwie... Ja, irgendwie aufs Tor. Aber so halt nicht, ne? So halt nicht. Zack, Serge Gnabry geht runter. Jonas Hofmann... ist drin. Und da ist er wieder. Bambi, ich wollte schön in die lange Ecke ziehen. Oder schnibbeln. Schnibbel die, schnabbel die, schnupp. Ja, und da ist es passiert. Da ist es passiert, 64. Minute, wenn man vorne ja die Dinger nicht macht, kriegt man sie hinten, so ist es, ja, so ist es im Fußball immer. Alvaro Morata mit dem 1:1. Und Müller muss rein, Thomas Müller kommt rein. Wenn der Ball nächstes Mal im Ausgeht. Aber 20 Minuten haben wir ja noch um das Ding hier. Ich stemme auf Angriff ein, komm, Jalla. Ja, aber wenn man so einen Pass spielt, Kimmich, dann kann man ja auch das Spiel nicht gewinnen. Süle, die Mauer da hinten, die deutsche Mauer, Niklas Julinho. Und jetzt schön im Zusammenspiel, Werner, Musiala und auf den schnellen Werner. Timo Werner kommt aber an Laporte nicht vorbei. Mann, ey. Nee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Dankeschön und pfeif ab, Schiri. Komm, 1:1 ist in Ordnung. Und jetzt kommt erst Müller rein. Ich habe es vor gefühlt 30 Minuten gesagt. Und wehe, ich kriege einen Eckball gegen Tor. Nee. Nee. Weg. Pfeif ab. Schiri. Danke. 2:2. 1:1. Unentschieden. Somit müssten wir... Also wir sind auf jeden Fall weiter. Ich weiß aber nicht, welchen Platz. Erster oder Zweiter. Erster oder Zweiter. Wir müssen auf jeden Fall gegen Kroatien... Wären wir Erster gewesen, hätten wir gegen Belgien rangemusst. Also weiß ich jetzt nicht, ob das besser wäre. Auf jeden Fall gibt es das nächste Spiel dann in der nächsten FIFA Mobile Folge. Also gegen Kroatien, Achtelfinale gibt es in der nächsten Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!